Ich begrüße Sie zu Israelnetz TV mit den wichtigsten Nachrichten der Woche. Israels Premierminister Netanyahu hat die jüngste Einigung zwischen den palästinensischen Parteien Hamas und Fatah kritisiert. Er forderte den palästinensischen Präsidenten Abbas auf, sich zwischen Frieden mit Israel und einem Bund mit der Hamas zu entscheiden. Beides zusammen sei nicht möglich. Zuvor hatten sich die beiden Palästinensergruppen in Katar auf die Bildung einer Übergangsregierung mit Abbas als Premier geeinigt. Netanyahu betonte in seiner Erklärung, die Hamas sei ein Feind des Friedens und habe die Zerstörung Israels zum Ziel. Bundesverteidigungsminister de Maizière hat die bisherige Diskussion über einen möglichen israelischen Angriff auf den Iran kritisiert. Das Hauptaugenmerk müsse auf die Islamische Republik gerichtet werden, sagte der CDU-Politiker am Rande der Münchner Sicherheitskonferenz. In der Debatte werde zu viel auf Israel geschaut. Allerdings habe der Iran die Schlüssel in der Hand. Mit einem Tag der offenen Tür hat die Knesset am Mittwoch ihr 63-jähriges Bestehen gefeiert. Mehr als 4000 Menschen besuchten das israelische Parlament und nutzten die Gelegenheit, einer Sondersitzung beizuwohnen. Staatspräsident Peres sagte in seiner Ansprache, er werde jedes Mal emotional, wenn er das Podium betrete. Er habe das Privileg, seit 48 Jahren Mitglied der Knesset zu sein. Nur wenige Parlamente in der Welt hätten so viele schwierige Entscheidungen in so kurzer Zeit treffen müssen. In vielen Teilen des Landes haben Israelis am Mittwoch tausende Bäume gepflanzt. Anlass war das jüdische Neujahrsfest der Bäume, Tu Bishvat. Mit ihm wird der Frühlingsanfang gefeiert. Zugleich symbolisiert es die Neubelebung und Befreiung des Landes und die Eroberung der Wüste. Das Fest ist in der jüdischen Tradition ein Halbfeiertag, da seine Einhaltung in der Bibel nicht geboten wird. Israels Premierminister Netanyahu pflanzte in Beersheba einen Johannesbrotbaum. Er bezeichnete Tu Bishvat als einen Feiertag für die grüne Revolution, die seine Regierung anführe. Israel schickt die Rockband Isabo zum diesjährigen Eurovision Song Contest nach Aserbaidschan. Die vierköpfige Band wird mit ihrem Lied Time antreten. Bislang wurde der Song vor der Öffentlichkeit geheim gehalten. Bekannt ist nur, dass es sich dabei um einen Popsong mit orientalischen Einflüssen handelt. Aus Kostengründen wurde der israelische Teilnehmer für den Wettbewerb in diesem Jahr nicht durch einen Fernsehvorentscheid ausgewählt, sondern von einem Komitee. Israel wird beim ersten Halbfinale des Song Contest am 22. Mai antreten. Das war Israelnetz TV für diese Woche. Wir freuen uns, wenn wir Sie nächste Woche wieder zu den wichtigsten Nachrichten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Religion begrüßen dürfen.